Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir Kaneshiro besiegt. Und das war tatsächlich ziemlich leicht. Also, obwohl ich auf normal spiele, klar, also eigentlich kann ich mich nicht beschweren, ich weiß. Aber das war trotzdem noch leichter als erwartet. Noch wesentlich leichter als erwartet. Warum sind das andere Touristen da? Die sind zu dritt! Sie vermehren sich, Leute, sie vermehren sich, holy shit. Was ist hier los? Die sind Invasion der Ausländer, was soll ich denn sagen? Oh Mann, ja, wie auch immer. Die beiden hier wollten jedenfalls mit der Zeit mit mir verbringen. Ach, ich sollte mir durchlesen, was ihr sagt, ne? Aber stimmt, das war sowieso das, was ich eigentlich schon vor einer Weile hätte machen können. Mit dem Kino ist mir auch wieder eingefallen, aus der letzten Aufnahmesession nochmal. Dass wir ja schon mal mit denen gesprochen haben letztens. Irgendwann nur dann kam halt Akechi dazwischen. Akechi hat gerade Zeit für mich, also bin ich halt erstmal zu Akechi gegangen. Wie bitte? Das Kind tot? Was? Ist das ein Ort an dem Kindersterben oder so? Nein, das ist ein Kino, was? Das Wortspiel, Hilfe! Wir werden unsere Informationen bestätigen. Geh vorweg. Cinema? Was haben die aus Cinema gemacht oder was auch immer die gesagt haben? Oh, ich bin gerade sehr verwirrt, was das wohl war. Das war vergnüglich, Häftling. Wir werden die menschliche Einbildung nicht wieder unterschätzen. Behaupte ruhig, dass es auch für dich vergnüglich war, aber wir haben deine Schreie gehört. Kein Wunder, dass alle uns für Grundschülerinnen halten. Oh nein, aber Kinder sterben doch hier. Sei still, das sagt nur an diesem Ding, das mir ins Gesicht gesprungen ist. Du hast dich genauso erschrocken. Ist das sicher überraschend. Nase und Augen wurden so gedehnt. Und alles begann, als wir diese schwarze Brille aufsetzten. Ach so. Ja, okay, klar. Ein 3D-Film also. Was haben wir da getragen? Ja, eine magische Vorrichtung. Magie? Verstehe, es handelt sich um ein Gerät, um die Bilder zum Leben zu erwecken. Und deine Brille? Ja, meine Brille kann das nicht, dieses Ding normal, ja, tatsächlich. Du warst nicht so völlig abgelenkt, während wir den Film ansahen. Warum? Wovon? Von meiner Brille? Warum erschaffen Menschen solch riesige und ausgefeilte Unterhaltungsmöglichkeiten? Reicht es nicht, sich solche Dinge nur vorzustellen? Selbst Träume erscheinen überlegen. Ja, die Träume haben halt keine sonderlich klare Handlung für gewöhnlich und man vergisst sie vielleicht auch, außer wir. Wir haben ein relativ gutes Traumgedächtnis, glaube ich, hier, ne? Also den Velvet Room vergessen wir irgendwie nie. Und den Mann mit der langen Nase. Warum geben Menschen Geld aus, um erfundene Ereignisse zu erleben? Ui, das ist eine gute Frage. Ich möchte behaupten, dass keine dieser Antworten jetzt wirklich ausreichend auf dieses Thema eingeht. Ich werde jetzt aber keine große Debatte dazu starten, keinen großen Exkurs dazu starten. Und einfach sagen, guck mal, dann noch mal vor 3-Analyse. Das ist die einzige Antwort, die ich dazu geben kann. Wie jedes Mal, wenn dieses Thema oder irgendwas in die Richtung aufkommt, guck mal, dann noch vor 3-Analyse. Was Besseres kann ich einfach nicht mehr zu dem Thema sagen, glaube ich. Und der Trailer zu Muskelprotz vs. Killer High. War das vielleicht geistig fördernd für dich? Ja, schon. I guess, es ist nur ein Trailer gewesen. Vielleicht begeben Menschen sich in erfundene Welten, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Flüchten, meinst du? Das klingt auch ziemlich menschlich. Du planst nicht zufällig eine eigene Flucht, oder Häftling? Als hätte ich eine Wahl. Egal, wie sehr du darauf schirmst, du bleibst unser Häftling. Selbst die bloße Vorstellung eines solch törichten Unterfangens ist zwecklos. Oder versuchst du nur, mit diesen Gedanken ebenfalls aus der Realität zu flüchten? Ha, was für eine lächerliche Fantasie. Du hast dir doch sicher ausgemalt, wie du die Zellentür aufsprengst, oder? Wofür? Wenn ich meine Zellentür aufspringe, dann bin ich immer noch in eurem komischen Scheißraum. Erwäge solch Grobheit nicht noch einmal, Caroline. So einen dreisten Ausbruch würde entweder unser Meister oder wir sofort bemerken. Ja, ihr seid auch halt direkt vor mir. Das ergibt gar keinen Sinn, die Zellentür von mir aufzusprengen. Oh, und wie würdest du es machen, Justine? Ich würde mit einem Löffel einen Tunnel bohren und diesen mit einem Poster verdecken. Ich habe doch gar kein Poster! Die Zellentür aufzusprengen erscheint mir wirksamer. Ja, mir auch irgendwie. Das hast du doch in den Trailern gesehen, oder? Da haben sie alles mit einer Bazooka hochgejagt. Habe ich eine Bazooka, Caroline? Habe ich die? Geschnappte Ausbrüche werden sofort hingerichtet. Freiheit oder Tod sind die einzigen Optionen. Spannung und Aufregung sind für jede Flucht notwendige Elemente. Hast du nichts aus dem Film gelernt? Oder hattest du einfach nur Spaß? Okay, ihr müsst das nicht so ernst in diese Filme, ja? Ihr müsst da nicht alles direkt von aufs Leben beziehen. What? Sei still, der Häftling soll entscheiden. Wie würdest du entkommen? Würdest du draufspringen oder mit dem Löffel einen Tunnel buddeln? Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ich gehe nirgendwo, ich will eigentlich da bleiben. Aber spreng das Ding auf, ist schon besser. Ha, hast du es gehört, Justine? Es geht um den stärksten Eindruck. So oder so kann er uns nicht entkommen, was er auch plant. Ja,
Das ist jetzt seine Behauptung. Es schadet nicht, wenn man sich hier und wieder Fantastereien hingibt. Interessanter Begriff dafür. Heute haben wir einiges über die menschliche Einbildung erfahren. Jetzt wundert mich kein Palast mehr. Ach, daher kommt das alles. Ja, die Filme sind dran schuld an den ganzen Verbrechen. Das ist es nämlich. Die Filme sind dran schuld. Alle Verbrecher haben vorher aktiv Filme konsumiert. Fantasierei, wenn du willst. Fantasierei habe ich jetzt schon gelesen, ne? Wegen diesem komischen anderen Wort da gerade. Was war das? Keine Ahnung. Existiert das wahrscheinlich schon. Aber trotzdem kein normaler Begriff, den man häufig verwendet, oder? Ich glaube nicht. Fantasiere, wenn du willst, Häftling. Aber halte dabei stets deine Rehabilitierung im Blick. Hier ist eine Belohnung. Juhu, frei! Psi! Was war's? Gut, das war dann alles für heute. Gehen wir. Das war doch wieder schön. Das ist doch wirklich schön. Ich freue mich darüber. Das ist doch recht regelmäßig anscheinend passiert, weil wir haben die. Also, das konnten wir ja schon direkt quasi danach anfangen, nach dem ersten Mal, oder? Das hätten wir halt theoretisch gekonnt. Habe ich halt nicht gemacht. Ich weiß nicht. Aber ja, gucken wir mal ins Homeshopping-Programm, ne? Was es da so Spannendes gibt und wer hat heute Zeit, das gucke ich auch mal direkt nach. Hatakemi kann ich immer noch nicht weitermachen. Makoto können wir anfangen, also mache ich dann alleine. Ja, mache ich dann wahrscheinlich gleich. Was Besseres habe ich gerade nicht zu tun. Dunkle Kräfte-Set. Aha. Schwarzer Stein und schwarze Robe. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Verfluchtes Werkzeug-Set. 5-Inch-Nail. 5-Inch-Nail? Okay. Strohpuppe. Ja, ich glaube, wie viel kostet denn das so? Ja, ich meine, ich habe eigentlich Geld, ne? Aber will ich das wirklich haben? Will ich das wirklich verwenden? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich will das wirklich nicht verwenden. Also gut, breche ich mal auf und kümmere mich um meine wichtigen Tätigkeiten. Oh. Sie spielt Shogi und ist offenbar sehr gut. Ja, Hifumi Togo. Ja. Ganz, ganz tolle Shogi-Spielerin, ich weiß. Kann nicht, sie ist in der Kirche, genau. Warum auch immer in der Kirche, also das ist, also ich weiß noch ungefähr warum, aber trotzdem, fragwürdig, ne? Fragwürdig. Das ist wirklich toll, ja, wir brauchen Taktik, ist mir scheißegal, der Punkt ist, wir können jetzt dahin gehen. Darauf habe ich gewartet, dafür habe ich, glaube ich, meinen Charme gesteigert. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich noch richtig liege, aber ich glaube, da brauchte ich halt Charme, um diesen Kommentar anfangen zu können. Den habe ich damals kaum weitergebracht als, keine Ahnung, Rang 4 oder so vielleicht, ich rate jetzt einfach nur gerade, keine Ahnung eigentlich. Jedenfalls nicht sonderlich weit und das ist die Person. Die ich ursprünglich daten wollte, statt Makoto. Nur, ich konnte ihren Confidant nie weitermachen. Und deswegen war ich dann mit Makoto und ihr so ungefähr gleich weit. Und mit ihr ging es halt nicht so wirklich voran. Und dann hatte ich schon Makoto irgendwie fest in meinem Herzen eingeschlossen. Und am Ende habe ich, falls ihr es nicht mehr wisst, zwischen ihr und Makoto per Münzwurf entschieden. Also, ich weiß nicht, ob ich sie diesmal nehme, tatsächlich. Aber es ist sehr, sehr gut möglich halt. Zumindest fangen wir damit jetzt endlich mal an. Ich freue mich sehr drauf. Fangen wir lieber mit Togo-san an. Das wäre vielleicht ganz angemessen. Ja? Mein überwältigender Charme hat auf Hifumi gewirkt. Großartig. Ich bin Hifumi Togo. Du spielst alleine Shogi? Und in der Kirche ist auch fragwürdig, aber das ist okay. Ich studiere neue Züge. Darum, neue Taktiken sollte man am besten an einem ruhigen Ort wie diesem probieren. Das muss ziemlich seltsam klingen für jemanden, der nicht selbst spielt. Bitte beachte mich nicht und bete in Ruhe. Ich will gar nicht beten, dafür bin ich hier definitiv nicht. Ja, diese Shogi-Expertise könnte uns wirklich helfen bei den Phantomdieben. Also, fragen wir, ob sie mich unterrichtet im Shogi-Spielen. Ja, also, das ist eine sehr, sehr fragwürdige Begründung, aber hey. Yes? Can I help you? Achso, oh, du bist noch gewollt, stimmt, ist ja der erste Rang. Kannst du mir Shogi beibringen? You don't necessarily have to learn from me, you know. Ja, natürlich nicht, aber vielleicht will ich ja einfach. There are other options, such as playing online. Aber das ist doch langweilig online. Ich verbeug mich einfach, ich sag gar nichts, verbeug mich einfach. Komm schon, mach. Los geht's. Well then. You like Shogi? Shogi ist großartig. Tatsächlich habe ich. Das ist jetzt eigentlich noch trauriger. Eigentlich ist das wirklich eine übelste Weeb-Sache, die ich euch jetzt erzähle. Ich habe tatsächlich wegen dieses Confidence damals angefangen, Shogi zu lernen. Ich kann jetzt Shogi spielen, tatsächlich nicht gut. Also ich bin nicht großartig oder so, aber ich kenne halt die Regeln und alles. Und spiele hin und wieder mal ein paar Runden, wenn ich Leute dazu habe, die das mit mir spielen wollen, freiwillig. Also ja, ich will so spielen wie du tatsächlich. Los geht's. Like me? Ja, wie You're du.
bit strange, but... Du auch. Thank you. Okay, just a quick game then. 20 seconds per move, if that's all right with you. 20 Sekunden pro Zug, holy shit, ne? Ja, so schnell spiele ich das auch ungefähr. Definitiv, wenn ich spiele, definitiv 20 Sekunden pro Zug. von mir aus, klar. Ich kenne mich aus. I'll start. So this is your skill level, huh? Ja, das ist es. The dragon which governs the blue sky has fallen into my hands. How do you intend to survive this? Check. It's checkmate, no matter how you look at it. Please concede. Okay, ich akzeptiere die Niederlage. To concede is an act of admitting that you have lost. Ja, ja, mach einfach. If you aspire to become a shogi player, I recommend that you take your study of the game to heart. Okay, ich mach ja schon das sowieso leid. Thank you for playing. Sie war so well, gemein. Then. That will be all for today. Es ist wirklich so geil, wie sie einfach komplett ihre Betonung auch wechselt und alles halt einfach. Ist ein bisschen wie bei mir mit der Aufnahme. Leute, die privat mit mir noch wieder sprechen, die mich ja richtig kennen, will ich damit sagen, wissen das. Ich spreche nie so. Und das ist nicht mal irgendwie absichtlich, von wegen, dass ich mich voll verstelle oder sowas in die Richtung. Sondern dass in dem Moment, wo ich aufnehme, kann ich einfach mehr reden. Und rede dann so krass betont, automatisch und so, keine Ahnung. Wenn ich privat mit Leuten rede, dann... Erstens rede ich dann halt nicht. Also das ist halt schon mal der erste Punkt. Ich rede halt wirklich voll wenig und kann keine ganzen Sätze... Okay, ich kann jetzt auch keine ganzen Sätze bilden im Sinne von, dass sie grammatikalisch korrekt danach sind, aber ich kann sie gar nicht erst aufbauen, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen will überhaupt. Und sobald ich dann aufnehme, kann ich dauerhaft reden und eigentlich rede ich zu viel für den Geschmack mancher Leute vielleicht, weil ich wirklich keine Sekunde Stille zwischen meinen Sätzen lasse. Ach, keine Ahnung. Also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie das bei ihr ist. May I request another match sometime? I feel a gambler's spirit emanating from you. Sicher? Which is strange, since your style of play is that of a complete novice. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest, aber ja, ich bin auch tatsächlich Anfänger. Huh? Oh, I'm sorry. However, I will instruct you under one condition. You become my playing partner, so that I can research new moves. Is that agreeable? Ja, das klingt großartig. Ich meine, ich habe Angst, aber es klingt großartig. Ich bin bereit. That's precious. Ach, süß. Oh. Okay. It's a deal. I'll teach you how to play, and you'll assist me with my new moves. Ja, finde ich toll. Ist halt jetzt sehr schön zu sehen, wenn man tatsächlich Shogi kennt, das Ganze hier, weil man dann weiß, dass sie eigentlich nur die ganze Zeit Blödsinn redet. So absoluten Blödsinn, der gar keinen Sinn ergibt. Hey, aber hey. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. I think that quite advanced strategies are necessary to succeed at that many criminal acts. Das ist der Konflikt, den ich nicht meinte am Anfang, wo das wirklich so piekt ein bisschen mit Sai hier. Ihren Begründungen dafür, warum wir die Charaktere jeweils brauchen, warum wir die kennen müssen. Ja, komplexe Strategien. And yours weren't by the wit of an amateur. You had a professional who regularly deals with such tactics. You have an idea on who that is, don't you? Das ist so ein Blödsinn. Das ist so ein Blödsinn. Sie spielt Shogi. Ich meine, ja, sie hat regelmäßig mit komplexen Taktiken zu tun. Okay, ist richtig, aber come on. Genau, der ist Star-Persona. Schön. Nee, wirklich. Ich freue mich darauf. Ich freue mich drauf. Also, es ist sehr, sehr gut, dass ich sie daten werde. Für alle Leute, die es noch interessiert, weil ich wurde schon öfters gefragt, wenn ich daten will. Ich habe immer gesagt, ich weiß es, ich bin mir noch nicht sicher. Ich gucke mal. Sie ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es sie wird. Aber ich verspreche mal noch nichts. Du kannst bei Jokers Zug Verstärkung einwechseln. Genau, wir können jetzt die Charaktere im Kampf auswechseln. Alright. Erstmal nur bei Jokers Zug, aber später, glaube ich, auch bei allen Zügen dann irgendwann. Was doch nützlich ist, irgendwie. Okay, let's end here for today. So, mein Wissen hat es auch erhöht. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Das ist nett, das ist sehr nett. Ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt halt. Thank you for today. Möchtest du IDs mit mir austauschen, bevor du nach Hause gehst? Du musst natürlich echt nicht annehmen. Natürlich, klar. Ich glücklich bin. Klar. Oh Gott. Danke. Also gut. Mal sehen. Ah ja, es ging durch. Until next time. Ich sage Bescheid, wenn mir eine neue Strategie einfällt. Ha.
Hier wurde es immerhin mal erklärt, woher es meine Nummer hat. Das ist mein Fortschritt, Das freut mich sehr, das wüsste ich gerne bei jedem Charakter einfach, warum die meine Nummer plötzlich haben. Na dann schauen wir uns doch mal den Confidant von der Wahrsagerin an. Wie wär's damit, okay? Ach, hallo, bitte setz dich. Ich finde es halt einfach nicht sonderlich sympathisch. Also ich weiß nicht, ob es spannend wird oder so, aber so rein von der Sympathie habe ich eigentlich keinen Bock auf ihren Confidant. Aber mal sehen, vielleicht wird es ja noch alles anders. Ich meine, hauptsächlich der Hauptgrund, warum sie mir nicht sympathisch ist, ist, weil sie eine Wahrsagerin ist. Und, okay, wir kommen bald wahrscheinlich noch dazu, wenn wir jetzt anfangen damit. Hallo, du bist zum ersten Mal hier, oder? Junge Männer kommen nur selten zu mir. Ich heiße Chihaya Mifune. Ich sage dir heute deine Zukunft voraus. Du erinnerst dich gar nicht an mich? Du hast doch Werbung gemacht. Okay, das war hauptsächlich am Ryuji-Gericht, ne? Ja, bei Ryuji ging irgendwas ganz Schlimmes ab, offensichtlich. Sag mir zuerst einmal, wie du heißt. Ich bin Toasty Ra. Aber ja, die andere Antwort wäre besser gewesen. Ah, Toasty Ra-san. Dein Name ist voller Glück. Aber was genau kann ich heute für dich tun? Ja, gib mir das Komplettpaket, ne? Alles. Einmal alles. Gut, das Leben eines Oberschülers kann ja wirklich schwierig sein. Also, halten wir erst einmal mit einer Vorablesung die Zahlen in das Wasser deines Schicksals. Was? In die Zehen? In das was? Was lese ich da? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Oh, göttliche Macht. Zeige mir das Schicksal dieses Knaben. Deine erste Karte ist... Ha, so. Und die zweite? Oh. Als nächstes? Ich werde sterben? Bald? In naher Zukunft? Oh nein, es hat schon geblitzt oder so. Ja, ich habe alles gesehen. Ein Strahl fährt die Sonne, wie ein Pfeil, der den Himmel spaltet. Aha, okay. Here it is. Ah, deine Zukunft bringt wohl neuen Reichtum. Ich bin schon reich, alles gut. Dein finanzielles Schicksal sieht heute gut aus. Dieser Reichtum kommt aus deinem Haus. Geh ohne Umwege sofort nach Hause, dann wartet dort... Ich kann nicht reden, ne? Dann warten dort exakt 5000 Yen auf dich. Dann, bist du sicher? Yes. Ich kann nur von dem sprechen, was ich gesehen habe. Das Schicksal ist absolut. Na, wenn du das sagst, aber was ist das? Seltsam. Rasan, der allgemeine Strom deines Schicksals zeigt. Verderben? Und ein Häftling, der in einer einsamen Zelle weggesperrt ist? Was? Sonst würde sie mich exakt kennen. Na, offensichtlich verwendet sie nur Sachen. Sagt sie nur Sachen, die einfach auch alle zutreffen könnten, nicht wahr? Wie das halt Wahrsager so machen. Okay, vielleicht bin ich in einer einsamen Zelle. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen sehr passend. So vielleicht kann es wohl doch nicht sein. Vielleicht scheint ein guter Mensch zu sein, Rasan. Aber hast du vielleicht falsche Freunde? Ja, Ryuji ist das Problem. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich muss mit ihm befreundet sein. Ich habe keine Wahl. Darüber hinaus, ach, wenn du deinen aktuellen Weg fortsetzt, führt dieser zu deinem Tod. Wie kann ich das vermeiden? Dazu kann ich dir keinen Rat geben. Wenn die Prophezeiung so deutlich zu mir dringt, ist sie wahr, ganz eindeutig, also wirst du wohl sterben, tut mir leid. Hast keine Wahl mehr. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, gibt es vielleicht einen Weg, wie du dein Schicksal verändern kannst. Aha. Oh Gott, genau. Tatsächlich mein spezielles, spirituelles Objekt. Den heiligen Stein. Wenn du seine Macht kontrollierst, kannst du selbst die schlimmste Zukunft vermeiden. Vermutlich. Ich empfehle das meist nur meinen erfahreneren Kunden, aber deine Lage ist zu ernst. Der Stein besitzt eine Aura der Freude, die all die grauenhafte Energie um dich herum einsaugt. Du musst ihn lediglich in Stoff eingewickelt lassen und alle 3 Tage mit Mondlicht aufladen. Das klingt sehr, 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 sehr wahr. Und er kostet nur 100.000 Yen. Nicht übel für etwas, was deine Zukunft verändern kann, oder? Also, das kommt mir ein bisschen komisch vor, ne? Schon ein bisschen. Er ist echt, das verspreche ich. Ist er nicht. Du willst ihn also wirklich nicht? Ach, hier mal, dass die Flammen der Jugend schon so bald ausgelöscht werden müssen. Nun, wenn du es dir anders überlegt hast, komm einfach wieder. Ich kann dir wirklich helfen. Ja, sag du das nur, ne? Also, das ist so, was ich meinte. Scam. Fucking Scam. Oh, du bist zu Hause. Ich habe auf dich gewartet. Warum denn? Was wirkt so komisch glücklich? Was da wohl los ist? Hey Toasty, wie sieht's mit deinem Taschengeld aus? Ha? Ist nicht immer das gleiche mit dir. Hier hast du 5000 Yen. Ja, tatsächlich. Das sind 5000 Yen. Also vielleicht doch kein kompletter Scam? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Wie viel hast du gewonnen? Ich meine, danke, alles gut.
Siehst du, ich kann auch manchmal nett sein. Das kannst du tatsächlich. Du bist voll die nette Person eigentlich. Ganz tief im Herzen. Naja, vergiss jedenfalls nicht, den Laden abzuschließen. Hey, heißt das, dass die Wahrsagerin recht hatte? Ich glaube schon, das ist irgendwie gruselig. Sogar die Summe hat gestimmt. Vielleicht kann diese Haie ja wirklich in die Zukunft sehen. Warte mal, das ist übel. Hast du nicht gesagt, dass du stirbst? Tatsächlich hat sie das gesagt. Komm, wir müssen noch einmal mit ihr reden und rausfinden, was wir dagegen tun. Und vielleicht kannst du mir sagen, wie kompatibel ich mit... Aha. Und wie du auch wieder zu Menschen werden könntest. Das wäre doch interessanter, oder nicht, Morgana? Komm schon. Ja, vergiss es. Anscheinend kann Shihaya Mifune wirklich in der Zukunft sehen. Mehr oder weniger jedenfalls. Ja, dann müssen wir noch diesen Stein kaufen, der 100.000 Yen kostet, ne? Deswegen habe ich gesagt, diesen Confident anzufangen kostet eine ganze Menge Geld. Aber jetzt habe ich ja Geld, also können wir das tatsächlich mal tun. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und 5.000 bekommen wir auch noch so geschenkt, also nur noch 95.000 eigentlich. Ja, aber wie ihr seht, wir machen das heute nicht mehr tatsächlich. Das war jetzt ein Treffen mit ihr, ohne dass der Confident Note angefangen hat. Und ich glaube, beim nächsten Mal fängt er immer noch nicht an, also das dauert eine ganze Weile, bis der überhaupt dann losgeht. Irgendwann mal. Ja, ich weiß, es ist heiß. Die Regensaison ist bald vorbei. Ja, morgen ist auch... Oder übermorgen ist Juli. Ich weiß es nicht. Übrigens, der Juni ist fast vorbei. Kanshiro haben wir besiegt, dann können wir doch mal durchatmen. Also, wonach ist der heute? Vielleicht nach einem kleinen Ausflug noch mit... Nein, ich brauche etwas Ruhe. Ruhe mit meinen Freunden. Das muss ich machen. Ich muss meine Confidants mal ranbringen allesamt. Na gut, aber immer mit ihr können wir direkt weitermachen. Also, weitermachen in Anführungszeichen, weil wir haben ja nicht mal richtig angefangen, eigentlich. Ja, möchte ich den heiligen Stein kaufen für 100.000 Yen. Also, was will ich tun? Ja, ich werde ihn wohl kaufen. Das ist halt absurd. Dass ich 100.000 Yen dafür brauche, wirklich. Heiliger Stein. Heiliger Stein. Das ist wirklich eine gute Idee. Nur so kann man Pech aus dem Weg gehen. Sicher, dass man das Schicksal nicht auch anders verändern kann. Es ist bereits mit einer Glücksaura aufgeladen. Du wirst die Wirkung sofort spüren. Vergiss nicht, ihn alle 3 Tage mit Mondlicht aufzuladen. Bitte komm wieder vorbei und sag mir, wie sich dein Schicksal verändert hat. Tschüss. Auf Wiedersehen, ich gehe lieber mal nach Hause. Mal sehen, ob mich schon Glück zu Hause erwartet. Mehr Geld? Ich wollte gerade zusperren, aber ich habe vergessen, den Herd auszuschalten. Wenn man älter wird, wird man wohl einfach auch vergesslicher. Oh, heute wohl doch kein ganz so toller Tag, hä? Als wir das letzte Mal bei dieser Wahrsagerin waren, hat der Boss im Lotto gewonnen. Was wir wohl diesmal für ein Glück haben? Ja, wie gesagt, er hat den Herd vergessen auszuschalten. Müsste was Großes sein, oder? Der heilige Stein hat immerhin 100.000 Yen au, verdammt! Hey, kannst du das Ding nicht ein wenig sauberer halten? Das ist total ungemütlich mit diesem ganzen Kies am... Warte mal, Toast D. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Kies? Hey. Kannst du auf den Laden aufpassen, während ich... For real? Der Stein ist zerbrochen! Was ist denn in dich gefahren? Whoa. Hä? Das schmeckt salzig! Der heilige Stein ist einfach nur Salz! Toast D, was ist denn los? Was? Ach, ich habe nichts... Okay, das ist eine schöne Abwandlung tatsächlich. Ich habe nicht Salzärger. Okay, das ist wirklich schlecht. Da hat man mal ein paar mehr Sekunden drüber nachgedacht als 5 ungefähr. Ich habe nicht Salzärger. Hä? Nichts als Ärger? Ja, nichts als Ärger. Da fällt mir ein, ich wollte gerade Salz für den Laden kaufen gehen. Ich habe welches dabei. Kannst du gerne haben aus meiner Tasche. War nicht so günstig, aber hey. Ich glaube, das ist ein Steinsalz. Das habe ich den Bosch schon einmal malen sehen. Aber dann soll der heilige Stein dir vielleicht helfen, besser zu kochen. Ja, genau das ist es bestimmt. Denn eine gute Ernährung ist der erste Schritt zu einem besseren Leben. Und so, glaube ich. Die Wahrsagerin hat was reingelegt, ist doch ein Scam. Was? Willst du sagen, sie hat uns um 100.000 Yen betrogen? Nein, wir haben ja trotzdem was bekommen. Aber halt nicht so viel. Davon hätten wir jede Menge Thunfischfilets kaufen können. Der heilige Stein war also und war halt nur Schwindel. Die Wahrsagerin Shihaya, oder? Sie hat eindeutig irgendeine Gabe. Aber das ist einfach nicht zu tolerieren. Wir müssen uns bei ihr beschweren. Aber das dann doch erst beim nächsten Mal wieder mal. Also, der Konflikt geht immer noch nicht los. Tatsächlich. So, heute ist ein Tag, auf den ich schon länger gewartet habe, denn ich habe im Internet gelesen, dass ich heute, also erstmal kann ich ein Buch zurückbringen gerne, ja, darfst du gerne haben, dass ich ab heute das Schnellleserbuch ausleihen kann, endlich. Dieses hier? Ja, okay, sehr vorsichtig damit. Denn das war immer vorher bis jetzt vergeben an irgendjemanden. Jetzt haben wir es. Und wenn ich das lese,
kann ich, glaube ich, alle Bücher doppelt so schnell lesen. Also die ganzen Bücher, die ich halt zweimal lesen müsste, um sie fertig zu lesen, kann ich dann in einem Zeitfenster lesen. Was doch schon eine Ersparnis ist, eine gewisse, irgendwie. Also ja, werde ich das jetzt mal die Tage lesen. Aber damit anfangen. Ich weiß nicht, wie oft man das lesen muss dann erstmal. Vielleicht muss man das ja besonders hart trainieren, das schnell lesen ergibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Aber ja, verbringen wir erstmal Zeit mit Ahn. Ich habe Shio erzählt, was beim Fototermin mit Mika passiert ist. Weißt du, wie sie reagierte? Sie lachte und meinte, Mika sei ziemlich gerissen. Ja, das ist wohl wahr. Ist ja auch so. Und um ehrlich zu sein, das tat ganz gut. Ich bin nicht aber mehr wütend. Lachen tut so gut, besonders wenn jemand Vertrautes über dich lacht. Das ist interessant, das was du siehst. Weil immer, wenn ich versuche, Witze über dich zu machen, wenn ich irgendwelche Sachen, die du... Also, wenn du irgendwelche dumme Scheiße machst und ich versuche, Witze darüber zu machen, dann, dann kriege ich keine Punkte. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Da hast du wohl recht. Aha. Schließlich heißt es, Lachen sei die beste Medizin, oder? Jetzt habe ich es am eigenen Leib erfahren. Doch auch, wenn ich mein Herz kräftigen will, ist das Shihou, die wahre Kraft besitzt. Hey. Ich war neulich bei einer ihrer Reha-Sitzung. Sie wollte, dass ich dabei bin. Also sagte ich einfach ja, ohne nachzudenken. Es war ziemlich erdrückend. Was hat für sie? Ja. Sie war schweißgebadet, bis die Zähne zusammen. Es war äußerst schmerzhaft für sie. Anscheinend kann sie nicht einmal die Füße bewegen. Sie meinte, ihre Beine fühlen sich stumpf an. Aber sie schleppte sich vorwärts, mit angeschwollenen Beinen. Ich wollte nur, dass es aufhört. Hinterher war sie tränenüberströmt. Es war so hart für sie, sie wollte aufgeben. Darum bat sie mich zu kommen, um sie zu motivieren. Sie beklagte sich unterbrochen, dass... kannte ich so nicht von ihr. Aber trotz allem bewältigte sie ihre Sitzung. Ich... Warum weine ich? Ich muss das nicht durchmachen. Ist es, weil ich schwach bin? Du meinst das Mitgefühl. Da liegst du falsch. Wirklich, tut mir leid. Trotz all ihrer Schmerzen war Shio so cool. Ich fand sie sogar schön dabei. Trotz all ihrer Klagen strengte sie sich so sehr an. Stärke bedeutet mehr, als die Fassung zu bewahren. Das heißt auch, schweres Elend zu überwinden. Also musst auch du jetzt schweres Elend überwinden. Soll ich dir auch helfen, in schweres Elend reinzukommen, damit du es überwinden kannst, oder was? Also dachte ich darüber nach, wie ich Shio helfen kann. Zeige deine eigene Kraft. Um sie zu motivieren. Meine Kraft? Ja, das werde ich tun. Ich werde alles geben. Weißt du, Toasty, wenn ich bei dir bin, sehe ich die Dinge klarer. Meine Ziele, was wahre Kraft bedeutet. Thanks. Das ist so ein Blödsinn. Ich sage gar nichts, ich mache gar nichts. Ich schaue mich darüber jedes Mal, ich weiß, aber trotzdem. Harrison-Heilung. Harrison-Heilung, keine Ahnung. Chance auf Status-Weg-Heilung bei Mitgliedern der Gruppe. Cool. Alright. Top. Das gefällt mir doch. Ah, meine Nase läuft. Warum siehst du mich so an? Hübsche Mädchen läuft auch mal die Nase, weißt du? Hab ich doch gar nichts gegen gesagt. Ich hab nur diese Schweißtropfen in meinem Kopf gehabt. Über meinem Kopf. Das hatte keine größere Bedeutung. Tatsächlich. Also, die werden dann eingebildet dahinter. Weil du selbst unsicher darüber warst. Weil du nicht stark genug bist im Herzen, ha? Hab ich dich schon wieder aus der Fassung gebracht. Es hat mich beruhigt, mit dir über alles zu sprechen. Ich werde mein Bestes zeigen, um Shio zu helfen. Auf meine eigene Weise. Vielleicht wird unsere Freundschaft nicht mehr ganz so sein wie früher. Aber jetzt, wo ich sie habe weinen sehen, muss ich einfach was für sie tun. Ich führe dich an. Schaffst du schon. Danke. Ich kann mich diese nicht von ihr abhängen lassen. Ach, keine Sorge, es wird dir schon nicht davonlaufen. Sorry, das war schlimm. Ja, ich bin ein toller Zuhörer, ich weiß. Aber vor allem, das ist immer wahr. Ich bin ein toller Zuhörer. Nur halt sonst nichts. So. Ah, you're back. Hey! Was willst du gegen die Wahrsagerin unternehmen? Achso, ja, konnte ich direkt da hingehen. Lass mal gucken, wie oft ich das Buch lesen muss. Einfach mal so. Das muss ich nur einmal lesen, tatsächlich. Okay, das kann ich dann demnächst lesen. Ich würde dann jetzt doch erstmal lieber zur Wahrsagerin wahrscheinlich gehen. Ja, mit dir kann ich es halt verbringen. Wer ruft mich denn alles an hier? Also, wer schreibt mal das Nachrichten, eher gesagt? Du? Ach ja, klar. Also, hört Mishima auch schon? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Kann ich tatsächlich schon mit Mishima weitermachen? Ha! Das ist interessant, aber gut, dann mache ich trotzdem erstmal mit der Wahrsagerin weiter.
einfach, weil wir gerade dabei sind. Aber das ist ja gut. Der hat mir jetzt schon gegeben, dass ich mit allen Charakteren allgemein Erfahrungspunkte bekomme. Also auch mit denen, die halt im Kampf dabei sind. Gar nicht so für die nicht aktive Party oder sowas in die Richtung. Und ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich zu wenig Erfahrungspunkte bekomme, aber hey, beschwör mich gar nicht. Wie geht deine Heilung voran? Mir geht es gut. Es ist sowieso meine Schuld, das hat Julia gesagt. Er sagt, er will mich nicht schlagen, aber ich mache ihn so wütend. Ja, dann ist es auf jeden Fall deine Schuld, hast du vollkommen recht. Das muss deine Schuld sein. Du solltest ihn verlassen. Es wird nur noch schlimmer werden. Aber er hat außer mir niemanden. Wenn ich gehe, wie soll er dann überleben? Gar nicht, ist doch okay. Bitte, gibt es keinen anderen Weg? Fragen wir die Karten. Oh, göttliche Macht, zeig ihm ihr Schicksal. Und siehst du irgendwas? Dann passiert auf jeden Fall irgendwas, wenn sie Karten umdreht. Irgendwas Magisches, aber keine Ahnung was. Ich habe alles gesehen. Dein Freund umweht eine dunkle Aura. Sein Herz ist von einem Dämon besessen, ha? Manchmal verbirgt dieser Dämon sich, auch wenn er zuschlägt. Darum geht er großes Leid. Was für Leid? Du kommst schwer verletzt ins Krankenhaus und er wird wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Was? Krankenhaus? Verhaftet? Ich wusste, ich hätte Julia verbieten sollen, meinen heiligen Stein wegzuwerfen. Das ist bestimmt das Problem gewesen. Dieser heilige Stein hätte dich gerettet und ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Er hat gesagt, ich soll kein Geld für dumme Steine rauswerfen, sondern es ihm geben. Ich meine, was er macht, ist nicht okay. Das will ich jetzt gar nicht. Ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen oder so, aber du solltest wirklich kein Geld für dumme Steine rauswerfen. Das ist meine Strafe, weil ich ihn nicht daran gehindert habe, oder? Ich kaufe dir einen neuen ab. Nein, das ist nicht die richtige Lösung, wirklich nicht. Was? Du willst noch einen? Mein dieser Stein muss noch größer sein. Ich habe gerade nicht viel Geld, aber du hast gesagt, ich kann ihn bis zu 36 Raten zahlen, oder? Ehrlich gesagt glaube ich, ist es am besten, wenn du dich von ihm trennst, ja. Also hey, sie will gar nicht so sehr scammen. Sie sagt auch schon manchmal wirklich sinnvolle Sachen. Ich kann Julia nicht im Stich lassen. For real? Sie glaubt wirklich, ihr Freund hört auf, sie zu misshandeln, wenn sie einen heiligen Stein hat? Ja, das denkt sie. Das kann doch unmöglich stimmen, oder? Das Ding war ein Fake, okay? Das ist nur Steinsalz. Ja, unser Job wäre viel leichter, wenn mein Herz einfach mit einem heiligen Stein ändern könnte. Shihaya kann wirklich irgendwie wahrsagen, aber das mit dem Stein ist Unfug. Hey Toasty, verändern wir doch das Herz von diesem Yuya. Ich meine, er misshandelt die Frau, oder? Die Phantomdübe können sie retten. Hm? Hä? Miaut er etwas? What? Hey! Hast du uns belauscht? Das gehört sich aber nicht. Ich wollte nur helfen. Guck mich nicht so böse an. Es gibt eine andere Lösung. Nein. The thing is, weißt du, manch einem Schicksal in dieser Welt kann man nicht entkommen. Dann wird sie halt ins Krankenhaus kommen. Ist halt so. Der Dämon im Herzen deines Freundes kann mit normalen menschlichen Methoden nicht verbannt werden. Das Schicksal ist absolut. Aber du könntest den Zorn des Dämonen mit einem neuen Stein vielleicht etwas zügeln. Jetzt bist du doch wieder auf diese Schiene aufgesprungen. Ich wollte dich gerade verteidigen. Ich weiß nicht genau, wer du bist. Aber kennst du noch einen anderen Weg, wie ich dieses Problem angehen kann? Den vollen Namen, bitte. Meiner? Ach, du meinst Julia, oder? Er heißt Julia Uchimura. Warum willst du das wissen? Was hast du denn vor? Ja, was willst du mit dieser kleinen Information groß ändern, hä? Ich werde das Schicksal verändern. Ohne einen heiligen Stein. Was? Du glaubst wirklich, dass du etwas tun kannst? Ich vertraue dir. Wie bitte? Es fühlt sich an, als würde er die Wahrheit sagen. Außerdem hat Julia mein ganzes Geld. Er zahlt es mir irgendwann zurück. Aber erst einmal setze ich lieber auf diesen einen Jungen statt auf 26 Raten für einen heiligen Stein. Das ist die richtige Lösung, tatsächlich. Was? Du, was erlaubst du dir eigentlich? Wenn du mit diesen Verleumdungen nicht aufhörst, wird die göttliche Macht dich bestrafen. Hä? Du wirkst so selbstzufrieden. Ja, weil ich jemandem was Gutes getan habe oder noch was Gutes tun werde, aber auch jetzt schon ein bisschen, weil sie nicht 36 Raten aufgenommen hat für einen scheiß Stein. Ich habe alles gesehen, an der Vision, wie du am Boden liegst und winselst. Das Schicksal lässt sich nicht verändern, und das beweise ich dir. Wenn diese Frau ihren Freund nicht verlässt, wird sie innerhalb eines Jahres schwer verwundet. Wenn du wirklich glaubst, du kannst ihre Schicksale verändern, dann versuch es doch. Aber wenn du deinen Fehler erkennst, komm zurück und lass die wahre Experten ihre Arbeit tun. Ich werde sie retten. Mit einem heiligen Stein.
Aha, was auch immer du meinst. Also sind wir dann fertig. Ich bin viel zu beschäftigt für so etwas. Eigentlich wollte ich mich noch bitte beschweren über den Scam. Das war ein Salzstein. Er ist kaputt gegangen, bevor ich zu Hause ankomme, offensichtlich. Verdammt nochmal. Absurd. Na, sieh mal einer an. Der gute Catch hat wieder Zeit für mich. Das Café dort drüben ist sehr beliebt. Ich hatte gehofft, wir könnten die Dinge bei einer Tasse Tee diskutieren, aber wegen meines Fernsehauftritts ist meine Fanbase um ein paar sehr extreme Exemplare angewachsen. Hat er gerade den Ort, wo wir einen Tee trinken könnten, ein Café genannt? Ha! Okay, ich nehme das jetzt als offizielle Definition in meinen Wortschatz auf. So. Wollte schon geklärt haben, weil Leute haben mir gesagt, das Teehaus oder Teegeschäft, kommt doch, fickt euch. Nein, das ist genau das, was ich meinte, das ist nämlich nicht. So, lasst mich in Ruhe. In meinem Umfeld muss jeder einem bestimmten Standard von Schönheit und Intelligenz entsprechen. Sonst werden Leute in sozialen Medien beleidigt und verurteilt. Das wünsche ich niemandem. Okay, ja, ich bin sehr, sehr hübsch. Oh, ja, ich bin klug und charmant. Hast du vollkommen recht. Ich war auch vorher schon hübsch, also alles gut. Aber ich war mir ganz sicher, dass du das mit Bravour meistern würdest. Mein Skillcheck, oder was? Oh shit. Schon ein bisschen tragisch, aber ja. Habe ich mich schon darauf vorbereitet von Anfang an. Bin komplett in Form, was meine Stats angeht eigentlich. Ja, ein paar muss ich immer noch steigern, klar. Also alle muss ich noch steigern, aber jetzt erstmal aktuell. Nicht so viele halt. Der Kuchen hier ist ziemlich beliebt. Ich wollte ihn schon immer mal selber ausprobieren. Eine Vorliebe für Süßes, ha? So wie mich, hä? Naja, ich hasse Süßigkeiten nicht. Ich bin aber auch kein großer Fan. Ja, sagst du jetzt. Trends sind immer so ähnlich. Mich interessiert die Beliebtheit mehr als der Geschmack. What? Also, warum probieren wir das nicht mal aus? Was? Also, du... Das ist ja grauenhaft, Akechi. Du machst einfach nur Sachen, weil sie beliebt sind und nicht, weil sie dir gefallen könnten? Es war tatsächlich lecker. Das hat mir besser gefallen, als ich erwartet hätte. Hey, sieh mal, ist er das nicht? Oh, du meinst den Typen, der in letzter Zeit ständig im Fernsehen ist? Wer war er noch gleich? Ist er nicht Akechi-kun? Du weißt schon, der Detektivprinz der jungen Generation. Also Prinz ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff dafür. Sollen wir ihn um ein Autogramm bitten? Damit könnten wir vielleicht angeben. Angeben, darum geht's also, ne? Um die Beliebtheit geht es. Es geht nicht um ihr persönliches Interesse daran, ob sie sich für dich interessieren. Ob sie was über dich erfahren wollen, weil sie sich für Detektive interessieren. Nö, sie können damit angeben. Sie interessieren sich für deine Beliebtheit. Was hältst du davon, Akechi? Ja, findest du das gut? Diese trendbewussten Frauen da? Oh, sieht aus, als wären wir aufgeflogen. Dein Leben muss hart sein. Ich kann sie verscheuchen, wenn du willst. Ich glaube nicht, dass es klappen würde. Ich habe ein Image zu bewahren. Oh toll, war nicht richtig wohl. Ich wollte dir nur mal helfen. Hä? Ist jemand Wichtiges hier? Wer ist es denn? Ein Promi? Meine Zeit ist wohl abgelaufen. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen entspannen können. Wir sollten gehen. Du hast nichts Unrechtes getan. Tut mir leid, aber ich sollte gehen. Ich mache nur Ärger, wenn ich bleibe. Ein Jammer, dass ich keine Brille habe wie du. Dann wäre ich vielleicht aus dieser Lage gekommen. Das könnte es natürlich sein, ja. Ja, dann komm mal her. Hey, was hast du? Das war nicht, was ich erwartet hatte. Also die Brille habe ich erwartet, klar. Er sieht so aus wie hier. Aber er ist zurück. Diesmal kriege ich sein Autogramm für... Hey, ist irgendwer da wirklich der Catchy-Kun? Weißt du, jetzt wo ich ihn von Namen sehe, bin ich mir nicht mehr so sicher, wie der Mann dahin auch immer noch einfach steht, ne? Keiner hat sich vom Fleck bewegt. Vielleicht bilden wir uns das nur ein. Ich erinnere mich nicht mehr so gut an die Sendung, aber ich bin ziemlich sicher, dass er nicht so aussah. Ach, wenn es wirklich er wäre, könnte ich damit angeben, ihn getroffen zu haben. Ja, wie wundervoll. Hey, hat alles funktioniert? Warum seilst du dich nicht wieder zurück? Ist doch... Nein, das hättest du bleiben müssen. Verdammt nochmal, das war das in der Sache gewesen. Nicht zu fassen, dass du das wirklich getan hast. Schätze, ich sollte in deiner Nähe besser aufpassen, was ich sage. Ach, du hast großartig ausgesehen. Dein Bild machen so... Oh ja, du hast großartig ausgesehen. Ist das so? Wer sonst könnte den Detektivprinz so alt aussehen lassen? Alt, was soll das denn heißen, hä? Jedenfalls weiß man nie, wie etwas ausgeht, bevor man es nicht versucht hat, hä? Ich hab noch kein einziges Mal eine Frage richtig beantwortet, oder?
habe noch keine einzige Note über seinen Kopf bekommen, oder? Das macht mir langsam ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe eine wertvolle Lektion gelernt. Danke. Außer man muss bei ihm nicht irgendwas richtig machen, um den voranzubringen. Man weiß es ja nicht so genau. Alright. Gibt es ja solche, wo das nicht so relevant ist, die Noten zu sammeln. Unser Kaffee ist kalt geworden. Warum bestellen wir nicht einen neuen? Machen wir mal. Wir haben jetzt noch Zeit, ne? Jetzt wo die ganzen Fans in Anführungszeichen weggelaufen sind. Die nicht mal Fans waren, wie gesagt. Ach, du bist schon komisch. Also mal sehen, was das noch für eine thematische Relevanz bekommen wird, alles in seinem Kopf. Ich denke mal, das könnte weiterhin ein Thema sein. Beliebtheit allgemein. Hallo, schade, dass unsere Diskussion heute unterbrochen wurde. Ich habe die Abwechslung genossen. Aber heute hast du mich überrascht. Unglaublich, dass wir mit so einem einfachen Trick da rausgekommen sind. Es war eine interessante Erfahrung, aber ich will diese Tortur definitiv nicht nochmal durchmachen. Tortur? Was ist denn passiert bloß? Ich habe ja erlebt, was passiert, wenn ich bei dir nicht aufpasse, was ich sage. Hat uns so keinen Spaß gemacht? Und der Konzept von Spaß ist total schräg. Verdammt, ich habe Noten bekommen. Wenn du dich das nächste Mal so anziehst wie ich, kann ich zustimmen. Ich kann ein Double gebrauchen. Okay, klar. Wir können ja auch meine Haare so wie deine stylen und meine Brille absetzen. Na? Also von daher, warum nicht? Wir sind etwa gleich groß und Klammer und würden dir bestimmt passen. Wenn wir das machen, muss es gut durchgeplant sein. Ich gebe alles vor, von der Frisur bis zu den Accessoires. Bestimmt wird es niemand bemerken. Wir haben heute bewiesen, dass die meisten Leute oberflächlich sind. Ups, für mich geht es morgen früh los. Ich muss mich also entschuldigen. Bis bald. Ey, bei mir nicht, oder was? Ich muss auch zur Schule. Und du musst halt noch andere Sachen machen, außer zur Schule zu gehen. Sogar davor noch? Gott. Ey, was willst du? Wer will denn hier was von mir? Was? Gehen wir morgen irgendwo hin? Okay, klar. Der Angelteich? Der Angelteich! Der Angelteich, ja, da gehen wir hin. Oh ja, das ist großartig. Das ist nämlich die eine Sache, die ich meinte. Die habe ich damals bis 1950 gefunden. Ich glaube auch, dass es diesen Anruf also nicht gab. Definitiv nicht. Das hätte ich schon nicht verpasst, oder? Weil ich habe im gesamten Durchgang von Persona 5 nicht herausgefunden, dass man angeln kann in diesem Spiel. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen, als ich dann New Game Plus gefunden habe. Aber klar. Gehen wir. Ich habe über die Zukunft nachgedacht. Mit dir als Chef und mir. Mit mir als deine rechte Hand. Wenn wir uns hier treffen, wirkt es, als würden wir über dubiose Sachen reden. Gefällt mir. Es ist dubios. Wir sind dubios. So als ob wir tagsüber normale Überschüler sind, aber nachts. Weißt du, was ich meine? Ja, genau so wie es ja auch ist, wobei wir auch tagsüber in die Paläste gehen. Also, naja, geht nicht so ganz auf der Vergleich. Mann, ich werde echt aufgekratzt. Ah, Mann. Die Fische beißen nicht an. Der Schwimmer hat sich kein bisschen bewegt. Wenn hier bloß ein Meisterangler wäre, dann könnten wir seine Ideen klauen. Ein Meisterangler also, ha? Huh? Ist da ein Meisterangler irgendwo? Wow, das ist Kawakami, oder? Was macht die denn hier? Ja, die macht eine ganze Menge komische Sachen. Die hat eine ganze Menge komische Jobs, glaube ich. Oh Mist, sie kommt rüber. Angelt sie auch noch beruflich, ja? Jeez. Zwei Jungs am Fischteich und das an einem Sonntag. Was sitzt hier rum wie alte Männer? Warum macht ihr nicht was Spannenderes? Warum bist du denn hier, hä? Wie eine alte Frau? Das sagt ja die Richtige. Erwachsene brauchen Zeit, um seinen Spann und den Kopf freizukriegen. Jugendliche auch, okay? Das versteht ihr bald genug, wenn ihr in der echten Welt lebt und arbeiten geht. Wow, jetzt klingst du echt alt, Kawakami. Frau Kawakami, bitteschön. For real? Heilige Scheiße, Kawakami könnte unsere Meisterangelerin sein, Toasty. Bei ihr beißen die Fische an wie wild. Es ist ganz einfach. Macht euren Kopf frei und löst euch von negativen Gedanken. Genau, das hast du auch gerade gesagt, sollen wir hier machen. Das ist der Sinn dieses Ortes, ha? Der Trick ist also, nicht zu denken? Das ist ja perfekt für mich. Wieso fast nein, Video? Stell die Fresse. Das ist nicht das Rote. Akzeptiere die bittere Realität. Verstehe. Also wenn man so am Ende ist wie Kawakami, beißt die Fische aus Mitleid an. So dead. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Nicht? Sicher? Es ist ein netter, sonniger Sonntag. Jetzt muss ich meinen freien Tag mit euch beiden verbringen. Zwei Rowdies und ihre nichtsnutzige Lehrerin. Wir sind wohl füreinander geschaffen, füreinander gemacht, ja, wie auch immer. Wow. Sie fängt weiter Fische. Wie hält sie rummotzt? Ich bin beeindruckt. Sie ist die wahre Meisterangelerin. Aber hey, wir bekommen Punkte für beide. Nochmal, das heißt Frau Kawakami. Und ja, wie du heißt.
Hätte nicht gedacht, dass ich heute sowas zu sehen kriege. Wir sollen zurückgehen. Das war toll, das hat sich gelohnt, das hat sich auf jeden Fall voll und ganz gelohnt. Kann ich gar nicht gegen argumentieren. Also. Ah, you're back. Hat noch jemand hier für mich Zeit heute Abend? Ja, das Homeshopping-Programm am Arsch. Yoshida können wir weitermachen. Wir können Yoshida weitermachen. Klar, Omishima auch. Ja, aber Yoshida ist mir wichtiger gerade. Ganz kurz vorher natürlich in den Untergrundverbindungsgang. Holy shit. Und mal kurz das wöchentliche Getränk einnehmen. Wie schnell die Zeit vergeht. Das ist schon eine Woche wieder vergangen, seit dem letzten Mal, dass ich hier trinken war. Kommt mir komisch vor, aber es ist halt irgendwie nicht so viel passiert einfach. Es ist einfach irgendwie nicht so viel passiert. Ich weiß nicht, ob was Negatives sein soll. Man muss dazu sagen, ich habe auch die ganzen Dialoge ein bisschen durchgeskippt, die ich halt schon kannte, die ich jetzt nicht aufgenommen habe halt. Deswegen ging die Konfidenz auch nochmal ein bisschen schneller, ein ganzes Stückchen. So, Yoshida, machen wir weiter. Wobei, ich habe keinen richtigen Persona dabei, oder? Gut, ich hole kurz ein. So, jetzt aber. Ich habe meinen Persona geholt. Wir können dann gerne wieder ein bisschen Politik in der Welt verbreiten. In unruhigen Zeiten werden die Überzeugungen einer Regierung oft auf die Probe gestellt. Die jetzige Regierung weigert sich aber, ihre Pläne für die Zukunft zu sprechen. Können wir einen solchen Mangel an Transparenz wirklich hinnehmen? Diese Kritik an der Regierung hört man zurzeit andauernd, weil der Abgeordnete Shido mit genau dieser Aussage sehr beliebt geworden ist. Der Abgeordnete Shido also, wer mag das denn bloß sein? Er plappert also nur die Regierungskritik eines anderen Politikers nach. Das heißt, es können auch mehrere Leute eine ähnliche Idee haben. Hallo? Er steht so Parteigelder, jetzt steht so Ideen, tun nicht gut, Tora. Spar die großen Worte, Ex-Knacki. Ich hab mir mal wieder den Zornezuhörer eingehandelt. Er sagt also, wer in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, für ihn keine zweite Chance. Was kann ich dazu sagen? Ja, du schaust das Publikum, genau. Wie bitte? Was willst du sagen, Kleiner? Ja, klar. Was ist denn mit dem Teenager los? Ey, warum reden wir so viel? Holy shit, wir haben eine richtige Konversation, eine normale Konversation. Der Ex-Knacki hat gute Argumente. Du kleiner Mistkerl. Komm schon. Ja, ich bin Tunichgutora. Und ich habe Fehler gemacht. Ja, ich bin unbeliebt und machtlos. Aber das hat nichts mit meinen Argumenten zu tun. All das habe ich durch meine Probleme gelernt. Yes. Macht euch ruhig um mich lustig, aber ich werde weiterhin gegen das Unrecht in der Welt kämpfen. Die Rede heute war voller Leidenschaft. Unerwarteterweise, muss ich sagen. Aber das Highlight war dein Geschrei. Mein Geschrei, das war jetzt ein bisschen übertrieben. So laut habe ich noch. Weiß ich gar nicht. Also, ich meine, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das ist sehr vielversprechend. Aber übertreib es nicht. Du solltest möglichst vermeiden, dir Feinde zu machen. Wofür? Ich will ja nicht wirklich die Bündel kennen, alles gut. Und ich habe schon genug Feinde, glaube ich. Okay, das war's für heute. Ah, was willst du noch, ha? Ihr zwei seid ihr Wahnsinn. Ich habe total falsch. Wirklich jetzt? Auch wenn jemand in der Vergangenheit gescheitert ist, verdient er eine zweite Chance. Wow. Das ist aber schnell ein Yoshida-Kritiker. Mehr wollte ich nicht sagen. Bitte warten. Thank you. Danke, mehr wollte ich nicht sagen. Okay, tolle Konversation. Das ist wirklich seltsam. Genau wie dieser Junge. Das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Ich habe heute etwas von deinem unbezwingbaren Geist gelernt. Ich verliere immer die Nerven, wenn jemand mich Tunichgutora nennt. Aber du siehst mich als jemanden mit Wert. Also werde ich vor der gewegen Kritik nicht einknicken. Du hast mir beigebracht, dass ich mir mehr Vertrauen in meine Argumente haben muss. Das ist doch wirklich schön, dass er das eingesehen hat, der Dude. So, die Sonne ist mal wieder aufgestiegen. Also, wie ein Sonnenaufgang quasi, ne? Okay, egal. Wenn ich bei dir bin, ändert sich meine Art zu denken. Muss dein jugendlicher Einfluss sein. Ach, entschuldige, leider haben wir keine Zeit mehr. So, mein Charme wurde auch wieder erhöht. Großartig, den will ich auch noch weiter. Ich will alles noch weiter. Da. Wobei ich jetzt gerade am dringendsten. Ja, doch, den Charme auch. Oder war das der Charme? Oder war es Güte? Ich glaube, Güte und Mut muss ich noch ansteigen lassen gerade. Für. Takemi muss ich, glaube ich, Güte haben. Und Mut brauche ich halt für die Papiertüte immer noch. Wie immer. Oh Mann. Dank dir habe ich mich an etwas Wichtiges erinnert. Jetzt, da ich darüber nachdenke, seit dem Skandal habe ich mich allein und hilflos gefühlt. Als wäre die ganze Welt gegen mich.
Vielleicht habe ich mich an all die Kritik gewöhnt. Hör mich viel auf, dass ich etwas übersehen habe. Ich habe die vergessen, die mich unterstützt haben, und wie viel Mut mir ihre Gegenwart macht. Es mag dir vielleicht offensichtlich oder trivial vorkommen, aber ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Klar, darf seine Wurzel nicht vergessen. Genau. Hört sich an, als hättest du deine Lektion bereits gelernt. Ich werde es in meinem Herzen tragen. Ich darf nicht zulassen, dass ich es wieder vergesse. Gut, ich verlasse mich für meine nächste Rede auch auf dich. Bis bald, Raccoon. Muss ich wieder Leute anschnauzen? Verdammt nochmal. Als wäre das mein Job. Als würde ich bezahlt werden. Mensch, 4 Tage sind es immer noch, ha? Huh? Dann würde ich aber sagen, bevor wir die noch, ja, zu Ende bringen und dann das Geständnis von Kaneshiro hoffentlich bekommen, gehe ich mal von aus. Wenigstens von diesem Part. War jetzt nur Confidant-Stuff, glaube ich, heute. Also, ziemlich sicher sogar. Aber muss halt auch mal sein, wenn man halt noch 2 Wochen Zeit hat, bis dann das Geständnis kommt. Was soll ich machen? Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Die waren ja auch, denke ich, unterhaltsam genug teilweise. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder mit der Story weitergeht. Ciao.